Wenn ich jetzt so einen Pro-Qualifier gewinne mit einem richtig guten Starterfeld, bin ich unheimlich stolz, dass ich das geschafft habe und habe mir die Pro-Card verdient. Also ist es Einfach. auch so ein bisschen Politik dabei, oder was meinst du? Ja, natürlich. Man geht ja schon mit der Erwartung zu einem Pro-Qualifier, um halt die Pro-Card halt auch zu gewinnen. Wenn jetzt natürlich jetzt, sage ich mal, nicht genügend Starterinnen da sind, da kannst du ja nichts für. Das ist ja, aber das ist ja nicht schwer. Wenn ich allein in der Klasse bin, natürlich gewinne ich. Da kann ich auch aussehen wie Ja. eine Schippe Würmer und ich gewinne und dann kann ich auch die Pro-Card beantragen. Ja, Also, ich ne? widerspreche dir auch nicht. Also die Ungerechtigkeit ist auf alle Fälle da. Aber ich sag mal gerade, dass du halt dieses Conditioning bekommst. Ich sag mal, das ist halt wirklich, ich sag's mal so, schon so ein kleiner Weg durch die Hölle manchmal, ne? Also da musst du wirklich schon richtig leiden. Ist einfach auch viel, sag ich mal, Anstand verloren gegangen bei den Menschen. Ich hatte das Gefühl, unabhängig jetzt von der Bodybuilding-Klasse Frauen, dass die Profikarten einfach zu schnell verteilt werden. Drunter leiden oder Athleten drunter leiden müssen, die halt eine andere Klasse vertreten. Das finde ich schon immer scheiße, auf Deutsch gesagt. Heute zu viert, wir sind beim nächsten Podcast, das ging aber heute schnell. Und freut mich, wir sind heute eine größere Runde. Jörg ist auch dabei, beziehungsweise JB vom Female Bodybuilding Channel. Hallöchen. Sollte jede ambitionierte Bodybuilderin kennen, oder Jörg? Ich weiß nicht, also ich bin da immer so Dunning-Kruger-Effekt. Mich kennt ja keine Sau eigentlich. Eher meine Also, Kollegen jetzt hör aber vermutlich. auf. Wir kennen uns schon 20 Jahre, oder? Ich glaube, Minimum. 2005 auf der deutschen Meisterschaft vom DBFV haben wir uns gesehen. Und Ich habe dich seitdem kennengelernt, ja. haben wir mal mehr, mal weniger Kontakt, aber seitdem eigentlich befreundet, gell? Das ist richtig, ja. Also. Und ich kenne dich auch seitdem her immer ambitioniert, immer, du bist immer schon, sag ich mal, ambitioniert, was Frauenbodybuilding anbelangt. Und ja, schon immer eigentlich großer Fan, oder? Kann man so sagen. Das ist richtig, ja. Also eigentlich schon immer, solange ich denken kann. Wurde dann extrem akut, dann wo ich dann 2004 im BB-Szene-Forum mich das erste Mal angemeldet habe. Daher, Bin ich eigentlich. aber stimmt, BB-Szene, das waren noch Zeiten, die Vorhang-Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr das? Ja, Wart ihr da klar. auch aktiv oder Ja, nicht? Echt? kenne ich. Ja. Und Christina, du auch? ja, das war eigentlich, weil ich ja, wo ich Blut geleckt habe. Weil, wie gesagt, dann habe ich dann dort auch viele, viele Kommentare gelesen, die gesagt haben: Hey, was ist denn das klar? Was soll denn das? Wieso postest du das im Bodybuilding-Forum, Bodybilderinnen zu posten? Ja, habe ich auch gedacht: Hey, seid ihr Idioten? Und habe dann halt dementsprechend angefangen, gegen zu argumentieren. Und somit kam dann auch der Chefmoderator und der Eigentümer vom Forum damals auf mich zu und gesagt: Hey, hast du nicht Bock, Moderator zu machen? Und somit kam das alles dann ins Rollen. Da warst du dann der FBB-Fan. Richtig, genau. Bist du jetzt immer noch Übrigens auch aktiv in. in dem Forum oder nicht mehr? Also, das Forum ist leider sehr eingeschlafen. Ich war dann auch als der FBB-Fan in Team Andro aktiv. Und ja, war dann dementsprechend auch immer in den Foren unterwegs, bis dann halt dieses komische Social Media da aufkam. Ja, das Problem ist ja wirklich, als Mann wirst du relativ schnell als Fetischist abgestempelt eigentlich, gell? Und irgendwie abgewertet, muss ich so dazu sagen. Du wirst halt immer irgendwie, hat es immer so einen So ein negativen Beigeschmack, Beigeschmack, ne? Und das ist ja. echt eigentlich bescheuert, weil in jedem anderen Sport, lass es jetzt mal Tennis oder was auch immer sein, wenn du da jetzt männliche Fans hast, dann wirst du doch nicht Ja. gleich als Fetischist abgestempelt, oder? Also ist schon krass, was so Frauenbodybuilding immer da so gleich nachgehangen wird, also was dem anhängt eigentlich, gell? Das ist auch wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass allgemein das Image von Frauenbodybuilding in den letzten Jahren, also letzten Jahrzehnten, immer so ein bisschen abgerutscht ist und auch auf verschiedene Thematiken beschränkt wird, meiner Meinung nach. Und deswegen, ja, aber das ist halt auch eine Generationenfrage. Also ich muss mittlerweile sagen, dass zum Beispiel die jungen Leute so um jetzt, die mittlerweile so 16, 17, 18, also bis 20 geworden sind, jetzt auch mit im Gym ich begegne und so weiter, die sind da völlig cool. Die sind das auch Ja, so ja. gewöhnt von
von Social Media. Ne? Also, logisch, das ist das, da kam der Wandel sozusagen. Ne? Social Media hat so ein bisschen geöffnet, sage ich mal, hat den Kontakt, sage ich mal, die Kommunikation auch hergestellt. Ich meine, wie war es jetzt früher möglich, da Kontakt zu einer Bodybuilderin zu kriegen? Gar nicht. Also hat man sich da so sein Bild zurechtgemalt, ne? Und eigentlich hatte man gar keinen Plan davon. Aber jetzt ist das alles so ein bisschen, man hat da viel mehr Berührungspunkte, sage ich mal. Ne? Kann auch jeden anschreiben, das ist ja auch das Coole dabei. Ja. Aber nicht jede reagiert mehr. Ja, das ist was anderes. Also man kann ja auch nett, einfach einen Kommentar hinterlassen und sagen, genau. Toll oder was auch immer. Und da kommt auch dann irgendwann eine Reaktion, aber man kann auch sich drüber unterhalten und somit kommt das auch ja mittlerweile auch ins Rollen. Ne? Also so von daher. Jetzt erzähl mal, dieser Female Bodybuilding Channel, wie kam der zustande? Seit wann gibt's den? Also den haben wir 2018, kam die Idee auf. Wir haben, ich und ich war damals in Rumänien, im Bukarest, im Romania Muscle Fest zu Besuch mit meinem Kollegen. Und ja, da kam zufälligerweise, habe ich dann den AJ getroffen und wir kamen dann auf die Idee, ja, wir müssen das irgendwie größer aufziehen, das Promotion für das Frauenbodybuilding, beziehungsweise es gab es ja auch nicht. Also man hat ab und zu mal in den großen Magazinen irgendwie mal eine Rubrik gehabt für Frauenbodybuilding, das war so nebenher gelaufen, in Print oder in Social Media, wo auch immer. Und da hat uns gesagt, hey, da haben wir doch eigentlich eine Marktlücke. Erstens, weil ich ja da ein Fan war, AJ war ja überhaupt noch nicht involviert. Und aber nachdem er so die Show gesehen hat, wie das so war, wo dann zum Beispiel Monique Jones auf der Bühne stand oder Natalia Kuznetsova, hat er gedacht, wow, da müssen wir halt irgendwas machen, weil es wurde einfach so ein bisschen klein gehalten. Und da haben wir uns gedacht, okay, ziehen wir was auf. Und dann ein Jahr später kam dann das erste YouTube-Video raus mit unseren Erfahrungen aus Bukarest. Und ist gut angekommen. Also momentan sieht man euch in sämtlichen Profimeisterschaften eh. Ihr seid immer auch mal vor Ort als Duo. Also so weit es geht, ja. Und seid live dabei und sozusagen postet ihr auch immer mal so, was so aktuell in der Szene gerade los ist, ne? Das ist richtig. Wir haben sehr engen Kontakt zu, ja nicht vielen, aber zumindest zu mehr als eine Handvoll Frauenprofis, die uns auch immer mit der Information versorgen über ihre Personen. Also nichts irgendwie andersrum, sondern direkt, was die Person betrifft. Und auch zu den Coaches immer engen Kontakt. Und ja, so sind wir halt immer up to date. Und das, was mich ein bisschen stört, ist nur die eine Sache, ihr redet immer komplett auf Englisch. Ja, und deswegen finde ich es jetzt umso besser, dass wir dich jetzt mal im deutschen Podcast haben und auch mal auf Deutsch reden. Kein Problem. Also für jeden, den es interessiert. Ich will auch immer mehr Deutsch machen, weil ja, wir haben also laut Statistik also auch sehr, sehr viele deutsche Follower und Fans. Ja. Ja, aber wo wir dann auch jetzt gleich beim Thema wären, Bodybuilderin an sich, Deutsche, waren ja die letzten Jahre relativ mau, muss ich sagen. Gerade so auch im Profibereich war jetzt von deutscher Seite aus kaum was da auf der Bühne. Das Letzte, was ich mich dann so noch erinnere, war die Skadi, aber die war auch nur ein Jahr oder zwei Jahre war die bei der Physik aktiv, wo dann die Physikklasse eingeführt wurde, war die da aktiv. Ne? Und dann ist die auch relativ schnell von der Bildfläche verschwunden. Und davor... Ja, wenn ich da kurz was sagen darf, ich glaube, es gab einfach nicht viele, weil die Klasse nicht mehr gewünscht war. Die haben ja über Jahre lang die Klassen klein gehalten oder beziehungsweise die Wettkämpfe vielleicht unattraktiv gestaltet, dass sich für Frauen Bodybuilding halt nicht mehr gelohnt hat. Und viele, sag ich mal, die nachrücken wollten aus einer Figurklasse, war dann der Sprung von der Figur ins Bodybuilding einfach schon zu krass. Und ich glaube, deswegen haben sie dann die Physikklasse eingeführt, um diesen Sprung ein bisschen kleiner zu machen. Und ist einfach Bodybuilding ausgestorben, weil dann erstmal viele Physik gemacht haben, anstatt direkt ins Bodybuilding zu gehen. Ne? Ich glaube, das ist einfach auch der Grund. Wobei, ich glaube nicht, dass sie alle Talente haben, sondern die Bodybuilding-Klasse wurde abgeschafft. Und die haben einfach die Bodybuilding-Klasse mit der Physik ersetzt. Das war einfach, wie soll ich sagen, die großen Mädels, die wurden einfach beiseite geschoben, die wollte man nicht mehr. Die wollte man definitiv nicht mehr in Deutschland. Also das hat man, das war einfach nicht mehr gewünscht. Ja. Und das war einfach, die hat man abgeschoben, oder Jörg? So hat sich angefühlt. Also ich habe das ja von beiden mehreren Seiten mitbekommen. Also man hat es von der einen Seite her dementsprechend geforciert. Es kam ja auch international da ein bisschen rüber. Und dem Dachverband.
Ich möchte jetzt keinen Verband erwähnen. wobei der andere Verband das eigentlich im Amateurbereich ja weitergeführt hat. Hm. Aber da wurde es dann auch, man sieht ja mittlerweile, die Klasse gibt es ja nur noch auf Papier bei dem anderen Verband im Amateurbereich. Aber wie gesagt, man hat dann dementsprechend gesagt, okay, es sind dann auch nur weniger geworden. Und man hat auch, sag ich mal, im Promotion- und im Marketingbereich, im Bodybuilding, in den Verbänden, einfach nichts mehr getan dafür. Das heißt, man hat auch immer weniger Veranstaltungen mit den Klassen ausgelobt zum Beispiel. Also es gab es dann auch immer weniger. Somit hat dann wahrscheinlich, von meiner Vermutung nach, auch dementsprechend die Athletinnen, die vielleicht starten wollten, hatten einfach keinen Bock mehr, weil sie gesehen haben, okay, meine Klasse ist ja gar nicht dabei. Ja, auch keine Möglichkeit, ne? Also es war an und für sich genau. In Deutschland jetzt direkt, nachdem jetzt der DBFV, ich sag's mal beim Namen, die Bodybuilding-Klasse abgeschafft hat. Und es war 2014, ja. War der letzte auf die Bühne. Das war die Violette Schwarz. Ich weiß nicht, ob die euch was sagt, Jörg, mit Sicherheit, ne? Und eine der letzten, die Sibylle Efetriales, war da noch mit dabei. Und das waren richtig gute Athletinnen. Und in der heutigen Zeit wären diese Athletinnen mit Sicherheit sehr gute Profis geworden. Also da gab es einige vom DBFV, deutsche Meister, internationale deutsche Meister, die in der heutigen Zeit also ganz locker hätten mithalten können. Also da gab es, ob es die Ute Überscher war, seinerzeit. Fand ich auch sehr gut, Michaela Schaar. Ja. Die hat sich leider, die hat sich damit komplett hinreißen lassen. Die hat, nachdem das alles abgeschafft wurde, hast du auch von ihr gar nichts mehr gesehen, was ich richtig, richtig schade fand. Aber du hast wirklich gemerkt, in Deutschland war es nicht gewünscht und das hat auch ein richtig großes Loch, sag ich mal, reingerissen in diese Frauen-Bodybuilding-Szene. Und nicht nur in Deutschland. Also man sieht es ja zum Beispiel auch jetzt, man hat Chancen und so weiter auch in den großen Verbänden. Siehe Tschechien, siehe Ungarn und so weiter, da wäre eigentlich auch Nachwuchs da, aber der wird einfach nicht gefördert. Das heißt, man hat keine Chance als Frauenbodybuilder, also als Großathletin in den schweren Klassen, da einfach eine Show zu besuchen. Sieht zum Beispiel EVLS, das ist die größte Show in der Tschechei. In Prag, die, genau. Genau, in Prag. Da gibt es alle Amateurenklassen, außer Frauenbodybuilding. Women's Physique hat man auch mittlerweile abgeschafft. Man bietet sie nicht an, sage ich jetzt mal. Und auch nicht in dem Profibereich. Also von daher, man hätte eigentlich die Möglichkeit und auch die, sag ich mal, die finanzielle Möglichkeit als Veranstalter, weil da ist ein richtig dicker Milliardär hinten dran. Man macht es einfach nicht, weil einfach das Image nicht da ist. Und das ganze komplette Marketing auch verschlafen worden ist, meiner Meinung nach. Und es fing ja schon, jetzt wo du das sagst, in Prag, noch schlimmer finde ich das auf einer Arnold Classic, die ausgerichtet wurde, der Arnold persönlich, die Klasse gestrichen hat. Er hat selber gesagt, es findet keine Frauenklasse statt. Und ich finde, das war nochmal so ein offizielles Statement von der Arnold Classic, wo ja bis dato eigentlich jede Klasse vertreten war. Ne? Und er ganz klar sich dagegen ausgesprochen hat. Er mag kein Frauenbodybuilding, er hat es abgeschafft, ne? Und hat gar keine Möglichkeit mehr gegeben, sich da auch international nochmal zu positionieren. Und ich finde, das ist halt einfach ein No-Go. Ne? Ja, okay. Jörg? Man redet sich halt gerne raus mit der Vermarktung und das finde ich einen völligen Quatsch. Also man kann alles irgendwie vermarkten. Man hat gesehen, es gab zum Beispiel 1999, soweit ich mich noch erinnern kann, gab es eine große Kampagne mit der Iris Kyle und einem niederländischen Ernährungsanbieter. Das ist richtig gut gelaufen eigentlich. Hat man einfach eingestampft, weil man gedacht hat, okay, aus persönlichen Gründen war es zwar eigentlich, weil ich habe ja mit Iris Kyle gesprochen gehabt damals. Aber das wäre super gelaufen. Die haben da richtig Marketing gemacht, es war richtig ein Hype um die Frau da und hätte man eigentlich weiterführen können, eigentlich nutzen können. Und das, man wollte es einfach nicht. Man hat auch so viele, sag ich mal, meiner Meinung nach, zu viele Persönlichkeiten in den Führungspositionen, die entweder es nicht mögen oder denen es scheißegal ist. Aber darf ich das sagen. Deswegen ist es ja so gut, dass es Leute wie euch gibt, Jörg, die das dann unterstützen. Und und das irgendwie dann auch wieder ins Leben rufen, sage ich ja mal, und die Möglichkeit bieten und den Frauen auch zeigen, hey, wir wollen euch sehen und ihr seid halt interessant und alles, ne? Das ist, wie viele Frauen sind dadurch eingeschüchtert, ne? Es ist, ist leider so, ne? Und ich möchte wirklich mal behaupten, dass dadurch auch viele keinen Bock mehr haben, einfach auf die Bühne zu gehen. Die machen es einfach für sich, ne? Und haben einfach keinen Bock mehr auf die Bühne, weil das ist einfach, du wirst ja dann wirklich nur noch abgestraft, sage ich mal. Ja, das ist richtig.
Und man merkt das auch zum Beispiel manchmal, also ich möchte es nicht konkretisieren, weil zu viele Abhängigkeiten da sind, aber zum Beispiel an manchen Wertungen, wo man einfach sagt, was soll denn das jetzt? Also keine Linie in der Wertung mit drin, weil einfach den Leuten, die da einfach vor der Bühne sitzen, denen scheißegal ist, was sie da werden. Und das fand ich echt traurig. Und deswegen auch mit Grund, warum wir dann einfach in die Öffentlichkeit gehen und sagen, okay, ja, let's go. Also ich finde sowieso, jeder Verband, egal welcher Verband es ist, hat eigentlich Regeln. Und jeder Athlet kann sich informieren, wie sind die Regeln. Und dann kann ich mich nach diesen Regeln halt dahinstellen oder eben nicht. Und dann finde ich es aber, liegt es wirklich in der Aufgabe der Jury, auch diese Regeln umzusetzen. So, wenn da jetzt in der Regel steht Härte und Masse, und es war damals auch so, das stand auch so damals im Regelwerk beim Bodybuilding DBFV, da wird auf Masse und auf Härte gewertet, dann muss ich auch einfach so werten. Dann ist es so und dann ist das ein Kriterium. Ne? Ja, richtig. Jetzt sind die Regeln natürlich komplett anders. Weil man es halt auch nicht will und ich finde es auch okay, aber dadurch hat sich ja jetzt so ein bisschen die NPC in Deutschland durchgesetzt. Ne, die hebt sich jetzt wieder da komplett ab und, sage ich mal, gibt diesen Frauen an und für sich wieder eine Plattform. Also muss man schon so sagen, die Frauen haben jetzt schon wieder eher die Möglichkeit, bei der NPC durchzustarten, als jetzt bei anderen, sage ich mal, Verbänden. Jörg, was meinst du? Möchte ich so mittlerweile so beteuern, weil es ist ja so, zum Beispiel, ich möchte eigentlich nicht schlecht reden, aber beim NRC zum Beispiel, da war ich ja eigentlich früher voll Support dafür, weil die hatten noch bis zum Schluss die Miss Physik-Klasse am Start in Deutschland und auch in Europa und auch weltweit. Mittlerweile nicht mehr. Ach, die haben sie auch nicht mehr? Wusste ich gar nicht. Ja, also es gibt sie zwar noch, aber da sind einfach, wie gesagt, Figuren jetzt am Start. Also das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber ja, beim NPC ist es ja nominell so, es gibt ja weltweit ein Reglement, NPC, bei der NPC worldwide für die Amateure, wo dann einfach gesagt wird, in der Physikklasse kannst du starten, hier wird so gewertet, bla bla bla, und das ist, that's it. Gut, damit, dass jetzt die Judges natürlich wieder von Show zu Show anders werten, ist eine Sache, die man immer streng diskutieren kann, aber es gibt ein Regelwerk und damit kann man sich halten und die Athleten können sich danach richten danach. Genau. Was ich halt schade finde, ist, dass es halt jedem Veranstalter überlassen bleibt, welche Klasse er an den Start bringt, auch bei den Amateuren. Das ist halt wieder so ein Manko. Das heißt, in Deutschland wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren keine Frauen-Bodybuilding-Klasse bei der NPC geben, leider. Vielleicht ändert sich das ja mal nach unserem Talk hier, hoffentlich. Aber wie gesagt, man kann auch als Physikathletin da gut an den Start gehen. Christina weiß es ja vor kurzem erst noch. St. Leon Roth, das war ja ein super Auftritt. Und ja, man kann sich dann aber sagen, okay, sag mal, wenn man die Pro-Karte hat, kann man sich ja dann auch weiterentwickeln in die Frauen-Bodybuilding-Klasse. Und wenn man die dann hat, dann kann man ja dementsprechend international auch starten. Da braucht man sich dann nicht mehr. Aber du, da muss ich dazu sagen, bei der NPC ist ja so, du hast die regionalen Meisterschaften, die du machen musst, um jetzt bei einem Pro-Qualifier mitzumachen. Und es ist scheißegal, welchen Platz du machst auf dieser regionalen. Das heißt, wenn du jetzt nur mal theoretisch, du bist eine Bodybuilderin, du kannst dich in die Figurklasse stellen, du kannst da den letzten machen und bist aber, du darfst bei diesem Pro-Qualifier da mitmachen. So. Also scheißegal, wie du da auf der regionalen stehst. Ja, es geht nur darum, dass du halt die Erlaubnis hast. So, dann habe ich jetzt Pro-Qualifier und da gibt es ja wiederum für Physik und auch für Bodybuilding-Frauen gibt es ja da welche, muss man ja ganz klar sagen. Je nachdem, wie gesagt, es obliegt dem Promoter, also dem Veranstalter der Show, der das veranstaltet, ob er die Klasse mit reinnimmt. Also es könnte auch Shows geben, wo du dann zum Beispiel, wir hatten ja, ist das so, dass wir in Deutschland bis dato auch kein Pro-Qualifier für die Frauen-Bodybuilding haben. Das, wie gesagt, obliegt dem Veranstalter. Ist wahrscheinlich so, dass die denken, so habe ich auch das Feedback bekommen von den Promotern, dass es keine Athletinnen gibt, die in der Klasse starten würden. Also bieten die das nicht an. Okay, nehme ich mal so hin. Aber zum Beispiel kann man ja dann sagen, das ist auch eine Ausnahme, Reglement, kann man gerne auch mal einblenden, dass wenn du halt keine Klasse hast in deinem Land, kannst du auch gerne ins Ausland gehen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Frauenbodybuilding starten willst, du hast keinen Pro-Qualifier in Deutschland, kannst du zum Beispiel nach Polen gehen, dort einen Pro-Qualifier machen. Wie es jetzt beispielsweise bei der Annabelle war, die hat es ja da gemacht. Ja. Es gab diese Bodybuilding-Klasse, sie war alleine da. Genau. Hätte sie jetzt noch mal die Chance gehabt, irgendwo einen Qualifier mitzumachen in der Bodybuilding-Klasse, oder
Das hätte zum Beispiel in Alicante einen Qualifier machen können. Wie viele wären da jetzt auf der Bühne gewesen? In der Bodybuilding-Klasse? Keine. Okay. Da war jetzt keine. Da war jetzt, also die Frage, die sich jetzt mir dann stellt, die Annabelle hat jetzt also praktisch diese Profikarte nach Polen beantragt und sie dann auch bekommen. Jetzt sagt aber das Reglement, du musst zu fünft auf der Bühne stehen und du musst also zu fünft auch da gewinnen, den ersten Platz, und dann steht dir die Profikarte zu. Jetzt kommen natürlich Fragen auf, ist das jetzt gerechtfertigt, ist das fair? Sie hat jetzt gerade mal 3 Wettkämpfe gemacht, sie hat jetzt die Profikarte gekriegt, während andere Athleten jahrelang probieren, die Profikarte zu kriegen. Ja, und ich stelle mir halt die Frage, ist es gerechtfertigt oder nicht? Ne? Gibt es die Regel, ich darf jetzt die Profikarte außerhalb von einem Wettkampf beantragen und krieg sie dann? Also, das Reglement besagt ganz eindeutig, wenn du den Pro-Qualifier gewonnen hast, auch wenn du jetzt allein auf der Bühne standest, kannst du mit einer Ausnahmegenehmigung die Pro-Karte beantragen. Also andersrum. Die Pro-Karte kannst du dann beantragen auf andere Weise, und zwar kontaktierst du dann die Pro League mit einer Begründung, du musst dann auch beweisen, dass du den Pro-Qualifier gewonnen hast, mit einem Beleg, schickst dann eine E-Mail hin, sagst, ich hätte gerne die Pro-Card aus dem und dem Grunde, habe die Pro-Show da gewonnen und würde gerne die Pro-Card beantragen. Dann entscheiden die dann dort in New Jersey, ja oder nein. Ja. So sieht das auch aus. Jetzt musst du aber natürlich den Pro-Qualifier gewonnen haben. Du musst den Pro-Qualifier gemacht haben, du musst dort gewonnen haben, auch wenn du alleine warst. Jule? Das ist ja nicht schwer. Wenn ich alleine in der Klasse bin, natürlich gewinne ich. Da kann ich auch aussehen wie eine Schippe Würmer und ich gewinne, und dann kann ich auch die Pro-Card beantragen. Richtig, aber ja, wir haben zum Beispiel die Isis Sila aus Dänemark. Warte mal, ich blende sie mal gleich hier mit ein. Weil das ist ganz gut, wenn man hier immer mal ein Bild zu den Leuten hat. Jörg, erzähl ruhig weiter. Ich blende sie mal nebenbei ein. Ihr seht es ja nicht, aber ich sehe es. Achso, okay. Ich glaube, das geht nicht irgendwie, dass ihr die mitseht. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, die Isis Sila aus Dänemark ist ein gutes Beispiel. Sie hatte letztes Jahr hatte sie 3 Pro-Qualifier mitgemacht, hatte die auch 3-mal gewonnen. War aber laut Reglement, wie gesagt, war nur einmal zweimal zu zweit auf der Bühne, einmal zu dritt auf der Bühne und einmal war sie allein auf der Bühne. Hm. Also 3-mal gewonnen, auch mit zu zweit und zu dritt. Aber wie gesagt, die Reglement sagt ja, es muss mindestens 5 sein, und sie hatte 2-mal die Beantragung gemacht und wurde jedes Mal abgelehnt. Physikklasse gestartet, oder? Auch ja. Einmal Physikklasse und 2-mal Bodybuilding-Klasse. Ja, aber dann wurde sie auch abgelehnt. Und jetzt hatte sie den glücklichen Umstand, dass sie, wieso auch immer, keine Ahnung, konnte sie jetzt nochmal eine Beantragung machen und hat bis jetzt zum Glück. Also. Ja, aber da frage ich mich, dann ist das ja einfach ein Nasenfaktor. Also da gibt es ja keinerlei Regel, wo ich sage, okay, der eine, ja, der kriegt die jetzt. Die eine hat gerade mal 3 Wettkämpfe gemacht, hat noch nichts gewonnen, kriegt auf einmal direkt ihre Pro-Karte, obwohl sie allein in der Klasse stand. Andere sind vielleicht schon Jahre dabei mit wirklich vergleichen, weil die Klasse eben besetzt war und sie kriegt sie halt nicht. Da frage ich mich, wo ist da die Regel? Also das ist genau halt, das ist die Frage, was das man jetzt... Ding, das war keine Regel, das ist halt eine Ausnahmeregelung, dass man die E-Mail schreiben darf, schreiben kann nach dem Gewinn, oder egal wie, also zumindest mal teilgenommen an dem Wettkampf. Wieso das genau so jetzt gemacht worden ist... Aber ich finde, da sollte dann... Ich sag mal so, es kann ja eine Ausnahmeregelung geben, kann ja jemand machen, warum auch immer, aber ich finde, dann sollte die Entscheidung, die aufgrund dieser Ausnahmeregelung getroffen wird, auch nach Regeln befolgen. Das heißt, dann sollte es heißen, okay, wenn jetzt jemand das beantragt, sollten, was weiß ich, 5 Wettkämpfe stattgefunden haben, eine regionale Meisterschaft gewonnen haben, ein Pro-Qualifier gewonnen haben, weißt du, also gewisse Punkte, die Athletin dann erfüllen muss, um diese Sondergenehmigung auch zu bekommen, um dann zu sagen, alles klar, die Punkte sind erfüllt, du bist es wert, quasi Profi zu sein, du kriegst jetzt die Karte. Aber dem einen nach 3 regionalen Shows
sag ich mal, und einem Pro-Qualifier eine Karte zu geben und jemand, der das Jahre macht und da das dann eben dann nicht zu vergeben, also da sehe ich ehrlich gesagt, das finde ich sehr unfair. Also da, das ist für mich auch unsportlich. Also, ich denke mal schon, dass sie sich, sage ich mal, die Athleten genauer angucken. Denn ich weiß von einer Athletin, ich bin ja letztes Jahr in Amsterdam gestartet auf der William Bonner Classic. Und da hat eine auch in der Bodybuilding-Klasse gewonnen. Die war auch, ja, die war halt nur mit zwei anderen auf der Bühne. Die waren quasi zu dritt. So. Und ja, mit der hatte ich mich halt auch backstage ganz gut unterhalten und jedenfalls erzählte sie mir dann später, über Instagram habe ich noch ein bisschen mit ihr geschrieben, sie hat die Pro-Card dann auch beantragt, aber sie wurde abgelehnt mit der Begründung, sie bekam auch eine Begründung dazu, dass halt das Conditioning halt am Blut und an den Beinen halt nicht optimal sei und deswegen hätte sie die nicht bekommen. Reden wir hier von dieser Niederländerin Melanie ja. Olsthorn, ist das die? Ja. Ja. Die, das ist tatsächlich so, aber ist, das Ding ist jetzt, wenn ich sie jetzt und auch die Isis vergleiche mit der Annabelle, ne, ich stelle jetzt nur mal Vergleiche auf, dann muss ich ehrlich sagen, kann ich es auch nicht so ganz verstehen. Ich könnte es mir nur so erklären, dass jetzt in Deutschland keiner die letzten Jahre war. Und dass man einfach Deutschland, sage ich mal, als Land die Chance gegeben hat, da jemanden hinzustellen, jemanden zu präsentieren für einen Bodybuilding-Bereich. Und die Annabelle ist ja auch eine recht junge noch, 24 Jahre, glaube ich, oder jünger, ich weiß gar nicht. Und sie sehen halt in ihr ein Riesenpotenzial. Ne? Also von daher denke ich, dass es da also einfach... Also ist auch so ein bisschen Politik dabei, oder was meinst du? Ja, natürlich. Ja. Ich gehe streng davon aus, aber ich stelle mir dann die Frage, welche Vorteile bietet jetzt Deutschland? Eben. Also ich wüsste jetzt nicht, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass Annabelle irgendwie in enger Beziehung zum deutschen Verband steht. Glaube ich eher nicht. Ja. Also von daher würde ich dann auch keine Vorteile sehen, weil ich wir wissen ja alle, wie der deutsche Verband zurzeit zu Frauenbodybuilding überhaupt steht. Eben drum, ja. Und Ich blende mal Annabelle nebenbei ein. Aber wiederum ist sie jetzt bei einem Sponsor, die große Meisterschaften ausführt. Ne? Also da weiß man auch nicht, inwiefern sie jetzt nicht sie vielleicht persönlich Kontakt hat, aber ihr Sponsor ist ja nun mal auch sehr namentlich bekannt, ne? Und ist eben auch Hauptsponsor von gewissen Veranstaltungen und das spielt vielleicht dann auch eine Rolle. Ne? Also ich glaube schon, jetzt abgesehen von Annabelle, ist generell glaube ich schon, dass Politik generell im Bodybuilding immer eine Rolle spielt. Das war auch immer schon so. Na, unbeschreibbar. Also es war schon vor 20 Jahren. Es kommt immer darauf an, aus welchem Kader du kommst, welchen Coach du hast. Ne, auch so ein Stefan Kienzel ist bekannt. Wenn du, glaube ich, schon bei dem aus dem Nest kommst, dann hast du sowieso schon mal die Fahne oben, weil der hat ja nur gute Athleten. Ne, da wird eh schon mal ein Auge auf dich geworfen. Ne, wenn du natürlich jetzt von jemandem kommst, der vielleicht nur 2, 3 Leute vorbereitet hat und eben keinen namhaften Namen trägt, dann wirst du vielleicht erstmal an den Rand gestellt. So, ne? Also ich glaube schon, dass das so ist im Bodybuilding. Nee, da hast du vollkommen recht. Also das ist ja auch allgemein bekannt, dass da viel Politik mit drin spielt. Ja. Ich möchte da auch nicht. Ja. Ich denke aber, es ist auch so, dass wenn man das, also ich sage jetzt mal so, vielleicht ist es auch kein Argument, aber es ist halt so, dass auch wenn du die E-Mail reinschreibst, ist ja auch immer eine andere Person, die dich dann, die dir dann die Pro-Card gibt oder nicht. Also es ist nicht immer der Blind, sondern das könnte mal der Tyler Mannion sein, das könnte mal der Jim Mannion sein. Also das weißt du auch nie ganz genau. Und je nachdem werde ich dann auch dann dementsprechend dann bewertet oder so. Es kam auch schon vor, so wusste ich zum Beispiel, dass die E-Mail dann weitergeleitet wurde an Sandy Williams hin, direkt an die Head Judgin. Und die hat dann gesagt, okay, machen wir. Also weiß man auch nicht genau. Aber es ist halt, kann schon sein, war schon recht mit, dass da wahrscheinlich auch dann der Hintergrund auch ausgeleuchtet wird. Wer ist denn damit bei? Welcher Sponsor ist hinten dran? Ja. Welcher Coach ist ja auch immer so. Leider so ein Ding heutzutage, ohne Coach kommst du ja nicht weit. Also wenn du da alleine auf der Bühne dich vorbereitest und so, und dann sagst, okay, ich bin jetzt hier, guck dich erstmal keiner an. Also das ist auch so ein Ding. Ja, also bei mir ist jetzt echt der Punkt der Frage der Fairness und der Gerechtigkeit. Jetzt stehen da hinten dran zig andere Frauen, die sie halt auch beantragt haben, um eben nicht bekommen haben. Und wenn ich halt die Condition und alles vergleiche,
Und die Frage ist halt auch wieder, die Frage nach dem Stellenwert. Ne? Also ich stelle mir jetzt vor, ich kann jetzt nur von 2022 sprechen, das war mein letzter Wettkampf, das war auch ein Pro-Qualifier, die Dennis James. So, wir hatten ein richtig gutes Starterfeld, wir waren 10 Frauen, international, sie kamen wirklich von überall her, es war richtig gut. Und ich bin halt Zweite geworden, die Uta Spitzbart hat halt gewonnen. Auch zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen, tolle Frau, aber sie, ich weiß es halt aus Erfahrung, weil ich jetzt mit ihr zusammenarbeite, sie hat halt auch 10 Jahre darum gekämpft, Profi zu werden und sie hat sich immer wieder in den Klassen bewiesen, ne, und musste halt eben darum kämpfen und wenn halt nur 3 oder 4 Frauen am Start waren, dann hat sie sie halt nicht bekommen, obwohl sie gewonnen hat, ne, und ich stelle mir halt dann einfach nur die Frage, was für einen Stellenwert hat das dann, mal, wenn ich jetzt so ein Pro-Qualifier gewinne mit einem richtig guten Starterfeld, bin ich unheimlich stolz, dass ich das geschafft habe und habe mir die Pro-Card verdient, weil ich besser war als alle anderen. Wenn ich aber allein in einer Klasse stehe, habe ich keine Konkurrenz. Das heißt, ich kann mich gar nicht messen und diese Sportlichkeit, die der Wettkampf ja anstrebt, ist ja gar nicht gegeben. Das heißt, ich habe ja gar keinen Wettkampf in dem Moment. Und dann frage ich mich, warum kriegt denn die Person eine Pro-Card, die gar keinen sportlichen Wettkampf hatte, während andere, die sich gegen 10 andere behaupten, tatsächlich gewonnen haben? Das Umfeld, das weiß es ja nicht. Jeder denkt jetzt, oh, sie hat eine Pro-Card, ja, sie hat sie ja gewonnen. Es ist aber nicht der gleiche Kampf wie jemand, der gegen 10 oder mehr Frauen antritt. Du verstehst, was ich meine? Ja, ja. Also, ich ne? widerspreche dir auch nicht. Also die Ungerechtigkeit ist auf alle Fälle da. Ja. Also ich in der Beziehung, abgesehen von der Person, Annabelle, es geht jetzt nicht um die Person, es geht einfach um das Ding halt. Ne? Also ich kann klar, ich, man muss aber dazu sagen, dass diese Ausnahmeregelung erst auch erst ein über knapp ein Jahr alt ist. Das heißt also, vorher konntest du gar nicht die Ausnahmeregelung beantragen. Also das Ding ist auch wirklich, ja, das ist ganz gut, dass du das sagst, Jörg, aber es ist auffällig, dass relativ viele jetzt das nutzen und die Profikarte beantragen. Und das ist sogar in der Figurklasse so oder in dieser Mens Physikklasse und die werden auch reihenweise abgelehnt, weil da gibt es genug Starterinnen, Starter und Starterinnen. Also da hast du die Möglichkeit, mit einem ersten Platz da die Profikarte zu kriegen, weil da sind teilweise 40 Athleten in der Bühne, auf der Bühne, ne? Aber wir haben in Alicante haben wir 173 Pros gehabt, 173 auf der Bühne, also schon eine Menge Holz. Und man kann wobei sehen, wie viele Menschen sind dabei. Egal, weil du es gerade sagst, also ich muss wirklich sagen, ich hatte das Gefühl, unabhängig jetzt von der Bodybuilding-Klasse Frauen, dass die Profikarten einfach zu schnell verteilt werden. Und das nimmt jetzt immer mehr zu. Du hast immer mehr Profis und du hast einfach keinen Überblick mehr, wer jetzt echt eigentlich alles Profi ist. Und ich sehe das ähnlich wie Jule, dass jetzt gerade Annabelle jetzt, man hätte sie halt gerne mehr kämpfen sehen. Ne? Das ist das. Das ist das. Also das Ding ist, ja, aber ich glaube, selbst wenn sie jetzt im Herbst nochmal gestartet wäre, dann hätte sie vielleicht ein bisschen mehr Konkurrenz gehabt, weil im Herbst eh immer mehr Starterinnen sind. Ne? Ja. Aber sei jetzt dahingestellt, ob sie dann da 5 Konkurrenten gehabt hätte. Ne? Aber wie gesagt, wenn es jetzt diese Regel gibt, ne, du darfst das beantragen und dann kannst du sie kriegen, ne, dann hat sie Glück gehabt halt einfach, ne? Ne? Ja, ich finde es halt dann nur schade, weil es halt eben gerade im Social Media dann so gehypt wird und die Leute, die Außenstehenden, die Fans oder wer auch immer, die sehen dann halt nur, oh, derjenige hat eine Pro-Card, sehen aber nicht den Hintergrund. Ne? Das heißt, der Stellenwert, sage ich mal, von jemandem, der ne, das wirklich durch einen Kampf gewonnen hat, durch jahrelang, ist der gleiche wie jemand, der 3 Jahre den Sport betreibt, 3 Meisterschaften gemacht hat und halt einfach auch Glück hatte, weil niemand gerade da war und sie halt eben die Möglichkeit hatte, das zu beantragen. Ne? Wobei, so, da muss man jetzt auch dazu sagen, du könntest ja, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du bist Figur und willst die Profikarte, stellst dich halt einfach in die Bodybuilding-Klasse und dann gewinnst du, weil du bist alleine. Ja. Ne? Also es steht ja jeder Athletin frei, das zu machen. Ne? Also man könnte jetzt auch Christina hernehmen und sagen, du gehst jetzt in die Bodybuilding-Klassen, da hast du mehr Chancen. Genau. Und das ist ja auch so. Christina, wie ist denn jetzt deine Meinung dazu? Fühlst du dich dadurch unfair behandelt oder nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt natürlich nur eine Person ist, ne, so wie Juli jetzt gerade gesagt hat, und die beantragt im Nachhinein die Pro-Card und klar, sie hatte keine Konkurrenz, die Pro-Card wurde ihr halt quasi geschenkt, kann man so sagen. Da muss ich halt sagen, klar, das ist irgendwo, ja, das hat halt einen schlechten Beigeschmack. Gewinnst du aber allerdings zum Beispiel jetzt von
Ja, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt zu dritt oder zu viert auf der Bühne stehst und du beantragst sie dann im Nachhinein, ich finde, da sieht die Sache dann halt schon wieder ein bisschen anders aus, ne? Weil ich sag mal, man geht ja schon mit der Erwartung zu einem Pro-Qualifier, um halt die Pro-Card halt auch zu gewinnen. Wenn jetzt natürlich jetzt, sage ich mal, nicht genügend Starterinnen da sind, da kannst du ja nichts für. Du möchtest ja trotzdem auf diesen Pro-Qualifier gehen, zahlst wirklich ein Heidengeld dafür, weil die Shows sind nun mal abnormal teuer. Und ja, du möchtest natürlich dann halt auch irgendwo dann, wenn du gewinnst, ja, die Lorbeeren ernten. So. Und ja, die Erwartungshaltung ist einfach da, wenn du dann dahin gehst. Und gewinnst du jetzt halt von, wenn du jetzt zu dritt oder zu viert bist, wie auch immer, dann finde ich es schon irgendwo gerechtfertigt, die im Nachhinein zu beantragen. Wie gesagt, jetzt als Einzelperson, Schwierig, ja. gell? Aber wir hatten ja jetzt auch noch, um jetzt einfach mal eine andere Person zu nennen, die Julia Schrade war ja jetzt auch zu zweit auf der Bühne und hatte sie dann auch beantragt und erstaunlicherweise eine Stunde später schon die Zusage gekriegt. Soweit ich das erfahren habe, dass sie halt auch die Pro-Card gekriegt hat. Und sie kam ja kurz zuvor erst aus der Figurklasse. Wobei ich schon immer der Meinung war, dass die Julia Schrade in die Physik gehört. Den Weg hat sie also schon mal richtig eingeschlagen, in die Physik zu gehen. Allerdings ist das halt auch so eine Sache gewesen. Was mich dann aber in dieser Meinung bestärkt hat, nachdem sie die Pro-Card gekriegt hat, dass es doch irgendwo daran liegen muss, dass sie einfach von Deutschland mehr Leute sehen wollen. Also ich kann es mir tatsächlich nicht anders erklären. Ne? Und jetzt auch im Nachhinein, die Julia hat auf der New York Pro den zweiten Platz gemacht, jetzt hat sie in Alicante den dritten Platz gemacht. Also scheinbar wollen die das irgendwie sehen. Jörg, wie ist denn da deine Meinung dazu? Dass die, Das ist ja halt die Frage. Die Frage, wer ist die? na, Deutschland, ich meine Ja. Deutschland, wollen die da irgendwie Ja. Deutschland nach vorne? Ich kann es mir gar Also nicht vorstellen. ich weiß nicht. Also die sag ich mal, ja, bei uns ist ja eher im Süden, wo wir ja im Süden sind, wo auch die Julia Schrade herkommt. Da ist es eh so ein bisschen anders. So habe ich das Gefühl. Also von daher, also wir haben da, ja, also. Sag ich mal, wenn der Erfolg da ist, dann stehen wir zu unseren Mädels, in Anführungsstrichen. Und es ist auch so, keine Ahnung, ob sie da irgendwie Kontakte oder Networking gemacht hat oder so, aber es hieß halt, ja, gut im Geschäft, sage ich jetzt mal, einfach damit ganz deutsch zu sagen. Und ja, was jetzt, ob man sie jetzt sehen wollte oder nicht, das, weil die Kampfrichter, die sie gewertet haben, die Wettkampf, die du erwähnt hast, waren ja. Nur zum, ja, ein, zwei Deutsche dabei, das war es ja schon. Aber von daher ist international ist halt gefragt. Ja, also in New York war ja kein Deutscher dabei, kein deutscher Judge. Ja. Und er hat halt den Look, den die Leute ihn international sehen wollen. Das wurde honoriert. Also sie hat komplett, sage ich mal, anderen Look. Neu. Was Ja. sagst du, Jule? Ja, das gleiche noch zu. Sie hat einen anderen Look, ja. Und vielleicht wollen sie einfach auch mal was anderes sehen. Sie ist auch, man muss ja sagen, sie ist knüppelhart, also sie ist wirklich auch hart. Christina, du weißt, wie schwer das ist, an auch Härte zu kriegen, hart zu sein. Du bist ja auch immer eine von denen, die auch richtig hart ist. Ja. Das muss man auch honorieren, aber ich bin gerade ich. Bin auch immer eher so, ich sag mir, weil ich schaff's auch nie richtig hart. Ich sag dann natürlich, Linie, Proportion und Symmetrie ist für mich richtig wichtig. Und ja, und mich wurmt es dann, wenn das halt irgendwie so vernachlässigt wird. Ne? Ja, weil ich sag mal, gerade, dass du halt dieses Conditioning bekommst. Ich sag mal, das ist halt wirklich, ich sag's mal so, schon so ein kleiner Weg durch die Hölle manchmal, ne? Also da musst du wirklich schon richtig leiden. Und ich sag mal, gerade wir als Frauen, wir haben es ja noch mal schwerer wie die Männer, so trocken zu werden. Und für uns ist es halt schon, muss ich jetzt einfach mal sagen, schon teilweise wirklich eine Tortur, ne? Und daher bin ich halt der Meinung, gerade Conditioning sollte halt schon in der Wertung einen sehr hohen Stellenwert haben. Jörg, ist es so, dass in der Physikklasse mehr Härte gewünscht ist als in der Bodybuilding-Klasse? Weil den Eindruck habe ich. Das ist halt die Frage, weil eigentlich ist es in der Physik eher gefragt, nach, was die Judges bis jetzt in den letzten Jahren so gezeigt haben, aber nach den Reglements eigentlich nicht.
Das ist ja das Paradoxe gerade dran. Und nach den Reglements ist es ja so, dass in der Physikklasse die Frauen weniger Härte zeigen sollen, weniger Muskelmasse und mehr in Richtung Figurklasse gehen sollen. Kann man alles nachlesen. Und aber gewertet wird ein bisschen anders oder je nachdem, wie gerade. Wisst ihr, das ist gut. Also komplett anders. Also es wird, also ja, so wie ich es gemerkt habe, Härte immer aktiv nach vorne gewertet. Es ist halt, ich denke mal auch einfach so, als, ich weiß nicht, ich bin ja kein Wettkampfrichter, aber ich kann mir es einfach nur vorstellen, dass es halt für, wenn du die Athleten auf der Bühne siehst, vielleicht die, für die Leute halt einfacher ist zu sagen, der ist jetzt härter oder die ist jetzt härter als die andere oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Als da irgendwie zu sagen, das entspricht jetzt mehr den Kriterien, die wir eigentlich auswendig kennen müssten. Also ich will jetzt keinem Judge irgendwie die Kompetenz abreden, auf keinen Fall nicht. Aber manchmal hat man auch echt den Eindruck gehabt, das ist einfach so, ja, Herz ja, einfach zu sagen, die ist härter wie die andere und so werden wir jetzt einfach. Ja. Denken wir mal. Aber wenn man es jetzt mal... Aber wie gesagt, ja, ein Eindruck persönlich. Ja, rüber. Jetzt nochmal von einer ganz anderen Sichtweise. Jule, da habe ich nochmal eine Frage an dich. Siehst du es jetzt vielleicht ein bisschen als Vorteil, dass jetzt so, sag ich mal, Deutschland so ein bisschen, die deutschen Athletinnen ein bisschen, sag ich mal, aus der Knete kommen, sich vielleicht wieder auf die Bühne stellen, weil sie sehen, Annabelle als Vorbild, die Julia als Vorbild, weil sie haben es ja geschafft, dass die jetzt sich vielleicht denken, sie sehen die als Vorbild und gehen deswegen wieder auf die Bühne. Meinst du, das könnte man dadurch erreichen? Ich weiß nicht. Also ich glaube schon, also ich glaube, da muss einfach ein komplettes, also ich glaube nicht, dass die Frauen sich jetzt die beiden als Vorbild nehmen, um dann sagen, so möchte ich aussehen und ich arbeite jetzt darauf hin, auch Bodybuilding zu machen. Ne? Das ist eine innerliche Einstellung, die von einem selber kommen muss. Und ich glaube nicht, dass die beiden da jetzt Vorreiter sind, um deutsche Frauen zu animieren. Gibt mit Sicherheit die ein oder andere, die sagen auch, die ist toll und die finden, ne, strebe ich dann so an, aber letztendlich muss das ja von einem selber kommen und es gab aber ja immer deutsche Athleten. Ich weiß. Also all die Jahre gab es deutsche Athleten und gerade, ich sag mal, dafür finde ich, sind es auch zu wenig in der Physik und Bodybuilding-Klasse, wenn du jetzt mal die Figurklasse nimmst. Ich glaube, das ist eher eine Klasse, wo du die Klasse als Vorreiter nimmst. Jetzt, ne, diese ganze deutsche, das ganze deutsche Komitee, was da aufgelaufen ist, das, die Hälfte der Frauen, die kannte ich überhaupt gar nicht. Die habe ich jetzt das erste Mal gesehen. So eine Lena Rammstein, sorry, kannte ich nicht. Ne? Aber ich meine, ja, ich bin einfach so. Ne? Ich sage das auch ganz klar. Aber ich glaube, dass das eher dieses Bild abgibt, was viele Frauen anstreben. Und natürlich dann, wenn dann natürlich 5 Mädels aus Deutschland 1, 2, 3, 4, 5 machen, ich glaube, das ist dann eher was die Leute sehen will. Aber nicht jetzt eine deutsche Athletin, die sich getraut hat, ins Bodybuilding zu gehen, oder eine, die den Wechsel von der Figur in die Physik gemacht hat und dann plötzlich auch noch gewinnt. Also ja, wobei man hat es ja auch geschafft, 2014 die Frauen Bodybuilding von der Bühne zu schubsen, sag ich mal. Man hat es ja geschafft, die Frauen fernzuhalten. Also sehe ich das jetzt vielleicht wieder so als Rückkehr, dass man es jetzt vielleicht schaffen könnte, die Frauen wieder zurückzuholen. Also klar, keine Frage. Ich sag mal, je mehr Beteiligung wir in allen Klassen haben, ne, desto mehr sind wir wieder auf dem Schirm. Das ist einfach so. Ne? Es muss ein Umdenken stattfinden. Ich glaube, je mehr deutsche Athleten vorne mit dabei sind, desto mehr lebt Bodybuilding wieder auch in der Community im Allgemeinen. Ne? Der Jörg hat das ja vorhin schon gesagt. Heutzutage im Gym ist ein ganz anderes Denken darüber. Die Leute feiern das, glaube ich, viel mehr als früher. Und ich glaube, ja, je mehr Athleten wir an den Start bringen, desto mehr kommt das auch endlich wieder hier in den allgemeinen Köpfen an. Ne? So, guck dir, jetzt ist die Fußball-WM, 99% der Leute haben mit Fußball das ganze Jahr nichts zu tun. Jetzt plötzlich, steht das Land an erster Stelle, ne? Und alle sind jetzt Fußballfans. Ne? Und das ist genau das Gleiche. Je mehr Hype du darum machst und je mehr Deutsche vertreten sind, desto mehr wird darüber gesprochen und desto mehr feiern das die Leute. Und deswegen finde ich das schon toll, dass sich viele trauen, diesen Weg zu gehen und eben auch an so großen Meisterschaften mitmachen. Ne? Und das glaube ich schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt an jeder einzelnen Athletin jetzt dann eben liegt, sage ich mal. Das nicht, aber das könnte... das könnte den Stein ins Rollen bringen, so meine ich das, ja, weißt du? Und ich bin ja schon ewig auch dafür, jetzt bei diesen Verbänden auch als DBFV, dass der die Bodybuilding-Klasse einfach wieder einführt, um einfach den Frauen wieder die Plattform zu geben.
Ne? Ist doch scheißegal, ob ich das jetzt als Jurymitglied oder als Vereinsmitglied toll finde oder nicht. Aber es hat jeder die Berechtigung verdient, auf die Bühne zu gehen. Das ist das. Ich muss auch ganz immer, ich meine, ich mache ja nur Physik, weil es nichts anderes gibt. Ne? Also wenn ich jetzt merke, dass die Bodybuilding-Klasse regelmäßig wieder eingeführt wird, wäre ich auch eine, die sagen würde, okay, jetzt will ich Bodybuilding machen, weil ich es einfach geil finde. Ne? Logisch, also, logisch. Also schau dir mal deine Lena Rammsteiner an, weil du es gerade gesagt hast. Die hat in der Offseason 90 Kilo oder über 90 Kilo. Ja, und hungerst dich dann in die Figurklasse runter. Ja, und davon haben wir mehrere Athletinnen in der Figurklasse, die eigentlich schon Physik sind und sich immer wieder darunter hungern und reinhungern oder nicht Physik als Physik anerkannt werden wollen, weil sie sich dann komisch vorkommen, aber doch eigentlich Physik sind. Und eigentlich war es von der Julia Schrade so gesehen ein mutiger Schritt, das zu machen. Und ja, wie gesagt, ein richtiger Schritt. Ich sehe da echt mehrere Athletinnen aus der Figur, die eigentlich in die Physik gehören. Ne? Ja. Aber jetzt im Fall Julia Schrade war es ja auch so, ich habe sie auch persönlich gesagt, geh in die Physikklasse, weil sie einfach auch an gewissen Körperstellen einfach die Proportionen nicht mehr für die Physikklasse hatte. Guck dir ihre Oberarme an, die passen da einfach nicht mehr in die Figurklasse rein, das geht einfach nicht. Und ja, das daher, war ja aber auch eine Taillenfrage oder so, ne? Also das ist ja, Die ganze Form auch an sich hat. Das war einfach wuchtiger, auch für ihre Größe. Die hat ja eine wahnsinnige Muskulatur für ihre Größe. Die ist ja auch nur 1,60, ne? Und da wirkt das ganz anders, wenn du da eine Masse hast, ne? Ja. Und jetzt zurückkommen auf Lena Rammsteiner ums Marketing. Es ist halt einfach, man hat wahrscheinlich aber auch jetzt im Bereich, breitere Medien oder größeres Publikum dann auch mal gesehen, da ist doch irgendwas. Und man hat man wahrscheinlich aber auch dann in Anführungsstrichen falschen Personen gefragt, zu wem gehe ich denn jetzt und mache da Hype drüber. Also dann kamen dann die Schaffenden vom TV, haben wir gesagt, okay, dann gehen wir mal zur Lena Rammsteiner, anstatt jetzt hinzugehen, zum Beispiel zu Jule zu gehen und sie zu porträtieren. Jetzt übertrieben zu sagen. Ja. Weil einfach dann Leute, die einfach Einfluss haben, dann dementsprechend die Direktion vorgegeben haben, gehen wir lieber mal dahin. Und das ist halt auch so eine Sache, die man auch bedenken muss. Also da ist auch wieder Politik mit drin, mit dem Spiel. Wen hype ich jetzt mehr? Also nichts persönlich gegen Lena. Lena ist eine gute Freundin von mir mittlerweile und die hat es ja auch verdient, diesen Hype zu kriegen. Man sieht, ich war ja im ARD, im Fernsehen und so weiter, hat eine eigene Miniserie gekriegt und so weiter. Aber das könnte natürlich auch auswechselbar sein. Ich gebe da Jule recht. Das ist einfach von den Medien gesteuert und wenn die Medien jetzt sagen, wir finden Physik und Bodybuilding toll, dann und die steuern das, dann würde das auch funktionieren. Ne? Das ist aber dann die Frage von den Offiziellen und nicht von den Medien selber. Weil die Medien vogeln nur den Ratschlägen, die da getroffen werden. Jetzt habe ich mal noch einen anderen Einwand. Ich habe mich ja so ein bisschen rumgefragt, wieso die Meinungen sind bezüglich Vergabe der kurz davor. Ich würde mich gerne ausklinken, weil die Erkältung, die geht gerade völlig rein. Ich sehe es dir auch an. Du bist ja, aber ist nicht schlimm. Wir diskutieren noch ein bisschen weiter und werd auf jeden Fall gesund. Es ist ja jetzt auch schon, gleich um 9. Ja, ich bin fix und fertig. Du musst dich ausschlafen. Ja. Und werd gesund. Christina, wir sehen uns. Ja. Gute Besserung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Ciao, ciao. Alles Gute. Ciao. Ciao. Ich habe mich ja so ein bisschen rumgefragt, was so die Meinungen sind. Und da hat mir der Bibi Kimo so einen riesen Text geschrieben. Ich lese den mal jetzt vor. Jule, hatte ich dir den schon mal vorgeschickt oder hast du dir den mal durchgelesen? Ich schon, ja. Jörg, du noch nicht. Ich lese den mal vor, was so seine Meinung ist. Und da können wir darüber auch noch mal diskutieren. Also er sagt, wie ich zur Vergabe von Pro-Cards im grünen Tisch stehe. Ich finde es Mist für alle, wenn man es mal aus Athletinnen-Sicht betrachtet. Man reißt sich den Arsch auf, macht eine Prep, nimmt Kosten und Anreise zum Pro-Qualifier mit. Man steht am Wettkampftag mit dem Namen Pro-Qualifier oder man steht am Wettkampf mit dem Namen Pro-Qualifier, um dann abgestraft zu werden. Du bekommst doch keine Pro-Card, weil zu wenig Teilnehmerinnen, ätzend. Dann, anstatt sich die Pro-Card ehrlich verdient zu haben oder auch nicht, stehst du als Athletin letztendlich dumm da. Der Verband selbst tut sich auch keinen Gefallen damit. Es ist für alle, für Fans und Zuschauer extrem enttäuschend, wenn eben am Ende des Tages doch keine Pro-Card vergeben wird. Auf den Verband
wird es negativ zurückfallen, weil effektiv braucht der Verband Profiathletinnen, um attraktive Profiwettkämpfe durchzuführen. Das klappt aber nur, wenn der Verband auch konkurrenzfähige Athletinnen im Profikader hat. Und das funktioniert nur, wenn die Athletinnen sich auch in einem Qualifier auf der Bühne durchgesetzt haben. Wenn die Athletin die Pro-Card gewonnen hat, besteht immer das Risiko, dass sie eben auch nicht konkurrenzfähig ist und das bisherige Niveau nicht halten kann. Pro-Cards, die im Nachhinein beantragt werden, haben immer den Beigeschmack, dass sie möglicherweise Geld dafür gezahlt wird. Wenn der Verband also attraktive Profi-Wettkämpfe haben möchte, muss die jeweilige Klasse also entsprechend attraktiv gestaltet werden, so dass es nicht nötig ist, Pro-Karten zu beantragen, weil eben ausreichend Athletinnen auf der Bühne stehen und eben ein echter Qualifikationswettkampf stattfindet. Ich persönlich verstehe auch nicht, wieso man das bei uns oder auch auf europäischer Ebene nicht macht. In anderen Ländern funktioniert das doch auch. Ja, genau, das hat er mir auch geschickt, ja. Ja, also ja, das ist das Ding. Also der Weg zu der Profikarte ist ja eigentlich von jeder Athletin gleich. Sie weiß ja nicht, wie viele stehen da jetzt Genau. bei dem Qualifier, Ja. ne? Also ich sag mal, der Weg dahin, die Diät und das alles ist ja eigentlich dasselbe, ne? Schlussendlich steht sie auf der Bühne und will die Profikarte haben und will gewinnen und schafft es dann nicht, weil zwei, drei oder nur sie alleine auf der Bühne steht, ne? Was hat sie da jetzt also, wo liegt jetzt also die Schuld, ne? Hat ja auch die Frage jetzt, diese Regelung mit den fünf Athletinnen oder Athleten, es gibt ja auch Klassen, wo Athleten auf der Bühne stehen, ist es hat die Frage gewesen, ob es dann halt so eine Sache ist, ob das auch eine Geldfrage ist, weil ich weiß nicht, keine Ahnung, ob da irgendwie Geld gezahlt werden muss, wenn die Pro-Card irgendwie vergeben wird. Ich gehe davon aus, um einfach das da zu selektieren. Wenn man sagt, okay, man vergibt keine Pro-Card, dann muss dann keiner irgendwie was zahlen und so weiter. Oder man will halt auch gucken, dass es halt dementsprechend auch dann irgendwie attraktiv wird. Aber ich verstehe die Regel halt sowieso nicht, weil ja, also man sollte doch einfach mal hingehen und sagen, okay, lieber Promoter, wenn du eine Klasse aufstellst oder eine Klasse anbietest, dann guckst halt einfach, dass du dementsprechend vorher Werbung machst für die Klasse, dass du halt frühzeitig anfängst, deine Veranstaltung zu promoten, dass die Athleten sich Zeit haben, sich vorzubereiten oder auch dementsprechend schon mal reinzukommen, weil es gibt ja auch vielleicht Schätze in Anführungsstrichen in den Gyms, die es noch gar nicht gesehen haben. Ach, da ist ja in meiner Stadt ein Pro-Qualifier und da könnte ich mich dann dementsprechend regional bewerben und dann die Schritte weiterzugehen, wie das früher so war. Weil früher musste man ja ganz genau, im Frühjahr ist der Wettkampf an dem Datum, man muss es auch schon ein Jahr vorher. Das heißt, man konnte sich halt schon mal dementsprechend vorbereiten und hat gesehen, okay, ich habe schon die 80 Kilo drauf, jetzt brauche ich dann noch ein bisschen Condition und dann ist gut und dann geht es dann drauf los. Ne? Oder man kann sich dann sagen, okay, ich mache dann in 2 Jahren mit. Aber es ist ja mittlerweile alles so Ja, schnell, aber schnell. wie willst du das jetzt handeln? Wie willst du da eine ordentliche Regel schaffen? Was könnte man denn machen? Also ich würde die fünf Athleten-Regeln abschaffen, auf alle Fälle. Würde Würde ich halt auch machen. gucken, dass ich halt alle Klassen anbiete in den Amateurbereich, auch für die Pro-Qualifier, um zu sagen, okay, wir haben alle Klassen dabei, wenn wir auf die Bühne stellen und so weiter und so fort. Und ja, wenn es Aber halt. läuft man da nicht Ja. Gefahr, dass noch mehr Profis, entstehen? Ich sage jetzt schon, also man kann nur als Statistik anziehen, letztes Jahr wurden knapp 1200 Pro-Cards vergeben. Das ist ordentlich. Überleg das mal. Und Aber von früher, daher, was heißt früher, vor 20 Jahren wusstest du genau, wer Profi ist. ja. Da konntest du die Namen aufzählen, ne? Richtig. Aber mittlerweile hast du überhaupt null Überblick mehr, ne? Ja, also es ist einfach ja, inflationär geworden, meiner Meinung nach. Hat auch Gründe, wieso das so gemacht wird. Ich kann es nur vermuten. Und aber Ja, ja, ich meine sehe Vermutung jetzt. liegt an der finanziellen Geschichte. Die Ja, Athleten drücken ja natürlich. ordentlich Geld ab, die Profikarte kostet Geld. Ja. Und auf mich wirkt das schon sehr materiell gesteuert, muss man schon sagen. Ja, es Glaube ist ich auch auch. so. Also man kann es nicht verschweigen. Es ist einfach auch so. Ist halt auch ein bisschen schade, weil eigentlich der Wettkampf an sich ein bisschen, also ein bisschen, meistens auch sehr in den Hintergrund dann gedrückt wird. Weil das ist ja, früher war es ja so, du hast dich ja, ich weiß nicht, ob man das so weiß, man hat ja gewusst, man will sich irgendwann mal auf die Bühne gehen, man weiß ganz genau, im Herbst ist der Deutsche Meisterschaft zum Beispiel, da hat man sich dann 10 Jahre darauf vorbereitet und auf diese eine Datum
Und da hat man dann gemacht und da war man dann in Topform da und man hatte dann quasi Leute auf der Bühne, 10, 20, die genauso gedacht haben, sich 15 Jahre darauf vorbereitet haben und man hat dann einfach Qualität auf der Bühne gehabt. Und ja. Die Burkhardt hat man dann halt gekriegt, indem man halt auch beantragt hatte, aber dann dementsprechend ein längeres Auswahlverfahren da war. Oder man ja, in die USA musste früher. Früher musste man in die USA fahren, um die Burkhardt zu kriegen. Ne? Also ja, man musste genau. Quasi dann dort den Pro-Qualifier machen. Genau, und, so sehe ich das auch. Ja, ich sehe das halt auch so, dass früher war das so, also früher, ich bin jetzt 15 Jahre dabei, aber zu meinen Anfangszeiten, das war 2010, ja. Da war das, sag mal, da war das die deutsche Meisterschaft, das Erreichen einer deutschen Meisterschaft war das Höchste. Ne, du hast dich wie der König gefühlt, ne, und selbst wenn du nicht gewinnst, du wolltest einfach nur dabei sein und ne, das war, du warst der deutsche Meister. Ne? Und man muss dazu sagen, die Profikarte hast du damals auch nur gekriegt, wenn du Gesamtsieger warst. Genau, Gesamtsieger. Genau, oder richtig. Sogar Gesamtsieger, Sieger auf der WM. Also das heißt, du musstest dann auch auf die WM wackeln und da noch auch noch Sieger werden. Ne? Der, wobei es da auch mal unterschiedliche Regelungen gab, mal hin und mal her, je nachdem wahrscheinlich, wie Profikarten man brauchte, hat man dann halt die Regelung angepasst. Ne? Das hat man schon auch gemerkt. Aber grundsätzlich war es schwerer. Genau. Eben, aber was ich damit sagen will, der Weg zu einer Profikarte war viel, viel anstrengender, viel langwieriger und hatte auch einen ganz anderen Stellenwert. Das heißt, für mich war das damals toll, auf einer deutschen Meisterschaft dabei zu sein. Ne? Und dann da eben diesen Titel, sag ich mal, zu holen oder dabei zu sein. Heutzutage ist es so, jeder, der irgendwie drei bis fünf Jahre trainiert im Gym, der macht eine regionale Show mit, gewinnt die direkt, geht dann zum Pro-Qualifier, weil man ihm vielleicht sagt, du hast gute Chancen, gewinnt den Pro-Qualifier und ist nach seiner ersten Meisterschaft schon Profi. Das heißt, dieser Weg, diese Entwicklung, die du nimmst, ne, und auch diese, sag mal, geistige Entwicklung mit den Connections, die du machst, mit den, all das so, ne, das entgeht denen total, weil die einfach von jetzt auf gleich Profi werden. Und das, glaube ich, auch kommt auch den heutigen Profis ein bisschen zum Verhängnis, dass viele einfach diesen Status Profi zu lapidar annehmen und zu wenig sich damit beschäftigen, was bedeutet überhaupt Profi zu sein. Dann sind die vielleicht 2, 3 Jahre werden sie gehypt, weil sie vielleicht gerade einen guten Coach haben oder viel Geld und sich einige Substanzen leisten können. Aber so diese Attitude dahinter, die passt dann halt einfach nicht. Ne? Oder sind dann nach 5 Jahren, kennt die keinen Mensch mehr, weil sie dann durch Krankheit oder durch persönliche, keine Ahnung, irgendwas ausfallen und nennt sich aber Profi. Also wobei man da muss man aber auch echt dazu sagen, dass es teilweise auch berechnet ist, dass es ein Social Media Ding ist. Wenn ich da jetzt als guter Influencer und Coach dastehen will, dann macht sich das natürlich super, wenn da noch als Titel Profi dazu steht. Dann kriege ich deutlich mehr Leute, die mich buchen. Und das ist leider auch so. Und dementsprechend gehört es einfach zum guten Ton, dass ich da die Profikarte einfach noch habe. Egal wie, Hauptsache ich habe sie. Eben, aber das ist es ja egal wie. Die Leute wissen aber nicht, dass derjenige vielleicht erst seit 5 Jahren trainiert und einfach ein gutes oder kein Starterfeld hatte und dann in irgendeiner Klasse einfach, sag ich mal, schnell gewonnen hat. Während das wissen die Leute ja nicht. Mhm. Und der hat aber doch nicht die Erfahrung wie ein Profi-Bodybuilder. Ja, ich sag mal, so ein Rodney Rockel oder ein Dennis Wolf, der ja wirklich von klein auf sich durch die Meisterschaften gekämpft hat und dann wirklich ein Profi war. Ne, das ist für mich heutzutage noch eine Ikone, wo ich auch zurückblicke und sage, boah, ne, der hat das und das den gemacht. Den kennt man halt auch noch, ne? Genau, so der musste nach Amerika und der hat Weltmeisterschaften oder auch so ein Thomas Scheu, ne, der ja, sag ich mir, nie wirklich Profi war, aber der sich einfach einen Namen gemacht hat. Ne? Ja, der hätte aber die Profikarte annehmen können, ganz leicht, aber der wollte einfach immer, der war laut dem Motto, ich bleibe lieber ein sehr guter Amateur als ein schlechter Profi, so ungefähr, ne? Ja, genau. Ja. Aber das fehlt mir aber heutzutage einfach so, diese Profi-Attitude. Ne, die Leute meinen, wer weiß Gott, wer sie sind, weil sie 3 Shows gewonnen haben und muss ich sagen, stört mich. Und das ist auch der Grund für mich, warum ich gar nicht weiß oder warum ich echt noch überlege, wenn ich Profi werden sollte, ob ich das überhaupt möchte. Also ich möchte nicht dazugehören, ne, zu dieser neuen Generation der Profis. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ist es geil fürs Ego, ne, und mit Sicherheit würde ich das auch feiern, dass ich da gewinne und vielleicht Profi werden könnte. Aber für mich ist es halt was Besonderes, ne? Und das wird halt heute nicht mehr so gelebt. Und das ja gut, spannend. Aber wenn du jetzt, wie du sagst, du hattest damals bei der Dennis James 10 Konkurrentinnen oder ihr wart zu 10 auf der Bühne, also dann kannst du doch davon ausgehen, dass das auch richtig so ist, wenn du da mit dem ersten Platz die Profikarte kriegst, dann hast du sie auf jeden Fall verdient, ja? Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass du sie dann nicht verdient hast, gell? Na? Ja, richtig, ja. Und man muss aber auch, also das Witzige ist ja, bis zu dem Punkt, wo es die
Bodybuilding-Meisterschaften gab, Frauen-Bodybuilding, waren auch immer genug Frauen auf der Bühne. Also ich kenne keine DBFV-Meisterschaft, so lange wie es Frauen-Bodybuilding gab, dass da keine Athletinnen da waren. Es war immer vier, fünf, es waren immer fünf Athleten, du hättest da immer die Profikarte kriegen können, ne? Wenn es die jetzt Zwei damals. Klassenmeister. Ja, genau, noch dazu, ne? Also das wurde ja erst zum Schluss dann gemacht, dass sie dann eine draus gemacht haben, aber es waren immer genug Frauen da. Also von daher kann ich nur sagen, das Interesse ist ja da. Ne? Eben. Das Interesse war da. Also ich habe da vor dem Einbruch, sage ich mal jetzt ganz deutsch, so einfach so, dass ja, man hat aber gemerkt, dass von verschiedenen Richtungen einfach das Interesse abgeschwächt wurde. Nicht aktiv, aber zumindest die Passivität wurde größer. Ja, man hat irgendwie gemerkt, die Interessen auch von den Promotern ist irgendwie runtergegangen, von den Sponsoren ist da irgendwie runtergegangen. In den Medien wurde auch immer schlechter drüber geredet, über Frauen-Bodybuilding. Aber warum? Zumindest habe ich den Eindruck gehabt. Ja, keine Ahnung. Wieso das gemacht wurde, keine Ahnung. Also ich war ja immer dagegen. Also wenn schlecht geredet wurde, habe ich immer dagegen geschossen. Aber ja, es kam das so irgendwie so eine Flaute auf. Wahrscheinlich war es so ein Hype in den USA, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt die Bikini-Klasse, wir haben die Figuren-Klasse, die sind doch viel schöner, viel hübscher, more beautiful, bla bla blub. Lass uns die doch einfach mal in den Vordergrund heben, wie man es jetzt auch mit der Physik-Klasse gemacht hat, zeitlang. Ist ja auch wieder rückläufig geworden. Ja, das ist einfach so ein Ding ist, die halt von den USA rüberkommt, wegen der Kohle auch, ne? Ja, aber jetzt momentan ist es ja die Wellnessklasse, die momentan richtig gehypt wird, wo die Frauen mit Beinen dastehen aus der Bodybuilding-Klasse und auch nicht weniger Substanzen nehmen. Und das ist mir ein absolutes Rätsel, wie sich das halt so vermarkten lässt, ne? Weil das ist jetzt nicht, oder? Jule, was sagst du dazu? Das ist jetzt nicht, ich weiß nicht, also ist das jetzt. Ich habe ja schon mal gesagt, also für mich ist hat Bodybuilding etwas mit Körperkunst zu tun. Ne? Das heißt, der Körper ist gleichmäßig schön und hat gute Proportionen und der Oberkörper passt zum Unterkörper. Ne? Ob es jetzt viel Muskeln sind oder wenig Muskeln, spielt erstmal keine Rolle, aber die Proportionen stimmen. Und für mich ist eine Wellnessklasse und auch eine Man-Physik mit den Badehosen ist einfach keine Bodybuilding-Klasse, weil es nicht proportional ist. Ne, die Männer tragen lange Hosen, weil sie keine Beine haben, was ja auch nicht erwünscht ist. Das heißt, ihr Training ist nur darauf ausgelegt, einen breiten Oberkörper zu haben, was ja aber nicht das Bild eines Bodybuilders entspricht. So, ne, und ich finde halt eben, man sollte, das ist halt das Hauptkriterium, ne, Symmetrie, Proportionen, ausgeglichene Muskulatur und dieser Körper ist nicht ausgeglichen und das Gleiche ist mit Wellness auch. Ne, ich kann nicht so einen Arsch haben, solche Beine, wie du sagst, und von der Muskulatur schon ins Bodybuilding gehören, aber obenrum dann keine Arme, ne, und keine Schultern, das ist da nicht gewünscht. Und dann denke ich mir so, das hat nichts mit Bodybuilding zu tun. Das kann man als Schönheitswettbewerb anbieten, weil vielleicht der ein oder andere da einen Fetisch für hat und es geil findet, diese Posen zu sehen. Aber das hat für mich nichts mit Bodybuilding zu tun. Ne? Und ich finde auch schon teilweise in der Figurklasse ist Grenzen. Das hatten wir gerade schon. Also ich finde auch, ne, der Oberkörper oder die Arme vielmehr, das erschreckt mich immer, die Arme sind so spindeldünn, die haben gar keine Arme, aber dann solche Beine. Ne? Und das geht ja auch schon da in die Tendenz, dass die Proportionen nicht mehr stimmen. Ne? Und deswegen sage ich oder du klar, darfst keine Brust trainieren, ne? Du darfst bei du darfst Figur keine Brust trainieren. Ne? Eben. So, also, ne? Und ich bin halt gar kein Fan von dieser Wellnessklasse. Ich weiß auch nicht, was sie da bewerten. Für mich ist das auch das gleiche wie Bikini, nur dass die einfach mehr Hintern haben. Ich habe da keine Ahnung von, deswegen will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber für mich persönlich hat es nichts mit Bodybuilding zu tun, weil wenn ich die Kriterien von einem Bodybuilding durchlese, was Bodybuilding bedeutet, passt das nicht in das Bild. Und das ist meine Meinung und dazu stehe ich auch. Und das Ding ist ja, man redet immer so viel von Gesundheit und dies und das, ne? Und ich bin mir sicher, dass sowas, diese Dysbalancen, diese muskulären Dysbalancen auch auf Dauer gesundheitliche Schäden anrichten. Ne? Also man merkt das ja bei uns schon, wir versuchen gleichmäßig zu trainieren und wenn wir eine Muskelschwäche haben, dann merkst du ja auch schon, da entzündet sich immer was oder das tut weh oder wie auch immer. Ne? Und dann will ich nicht wissen, was die für muskuläre Dysbalancen haben und was das dann für Auswirkungen hat. Ne? Also gesund ist das auch dreimal nicht. Ne? Ja. Ja, das ist ja auch diese riesen Fleischberge an die Beine, kriegst du ja auch nicht ohne irgendwelche Hilfsmittel. Also von daher. Ja. Hm. Ja. Nee, also oder die Shredding, das in der Bikini-Klasse mittlerweile, da muss auch Medizin dabei sein. Ja.
Freilich. Also, Also beim Thema Gesundheit ist es einfach nur so ein Argument zu sagen, okay, weniger Muskelmasse ist dann auch gesünder. Das ist einfach auch wieder Marketing. Das heißt, man verkauft einfach Shows, man verkauft Startplätze auf den Shows. Ich sage, ich will nicht schlecht reden. Man kann erlebt ja von den Wettkämpfen mit also Großteil mit, ja. Es ist ja so, dass eigentlich auch das Feeling oder die Wettkampfsituation ja eine total geile Situation auch ist. Aber man muss auch sehen halt, dass es auch mittlerweile einfach nur ein Business geworden ist, Aber ich ohne würde es Kohle, teilweise Kohle. sogar als eine Freakshow bezeichnen, weil es ist einfach, es werden ja auch, du siehst halt immer im Internet so diese Bilder und dann diese Mordsbeine, ne? Das wird ja auch richtig so im Vordergrund, ne? Und ich vor 20 Jahren war das so ein bisschen so vergleichbar mit diesen Syntholarmen, ne? Da hast du, da ging immer so die Bilder rum mit diesen Syntholarmen, ne? Und dann war das so die Ja, genau. Freakshow, ne? Und das erinnert Ja. mich jetzt so ein bisschen daran, nur halt mit den Beinen, ne? Also es ist ganz, ganz freakig. Das kommt irgendwo immer wieder. Und ich bin mir fast sicher, dass das relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwindet, weil es einfach dann satt gesehen ist auch, ne? Und irgendwo, ne? Also weil, Da gibt aber. es auch dieses Meme, diesen Comic, wo dann das Paar da steht, wo der eine einen riesen Oberkörper hat, die ganz dünnen Beine und die Frau ganz andersrum. Also quasi die Ja, genau, Wellnessfigur. das habe ich letztens Das ist gesehen, einfach zum ja. Schreiben. Ja, Das aber ich Bild von finde. heute eigentlich, ne? Das Bild von heute. Ja. Weil es ist ja so, gehst du mal in die Studios rein, fragst die Mädels, Soll ich wieso sie gerade nur die Beine sagen? trainieren, weil Ja. sie das Vorbild haben, ne? Weil sie möchten, oh, wenn mein Freund das sieht, dass ich jetzt einen 40er Oberarm habe, der schmeißt mich doch aus der Wohnung raus. Ne? Das Also. wollte ich gerade sagen, dass der Trend in den Studios aber genau dahin geht, weil die das toll finden. Ne? Das also, ne, ich bin auch in mehreren Studios angemeldet, privat sowie auch Mainstream. Und es ist halt so, dass du ja irgendwann auch immer die gleichen triffst und die machen immer die gleichen Übungen. Die machen fünfmal die Woche, sag ich mal übertrieben gesagt, machen die Beine. Ne? Und dann frage ich mich, okay, das kann ja nicht gesund sein, weil ich weiß ja aus Erfahrung, wie schwer es ist, Beinmuskulatur aufzubauen. Ne? Und dann musst du ja auch vielleicht öfters Beine trainieren und die kommen ja mit der Regeneration gar nicht hinterher. Und dann hast du schon irgendwann Disbalancen und dann hast du Muskelkater und musst weiter trainieren und das ist ja nicht gesund. Ne? Richtig, ja. Nee, das ist Allein auf schon keinen Fall, ja. Ja. Aber wie die gesagt, die Männer Dreier. sind früher ins Studio gerannt und haben nur Bizeps trainiert und jetzt Ja. machen die Frauen fünfmal in der Woche Hip Thrusts. Das war für mich Ja. diese Übung. Ich habe die nie gekannt. Ich habe die früher auch nie Nee. gemacht. Die stand niemals zur Debatte, ne? Und jetzt auf einmal Wahrscheinlich kennt. gab es auch früher gar Nee. nicht. Und jetzt, das ist, also das ist die Top-Übung Nummer eins. Ich mache die immer noch aus Prinzip einfach nicht, ne? Ich mache diese Ich Übung mach nicht. die auch nicht. Ich Ja, habe immer Arschmaschine dazu. Ja, also wie gesagt, ich bin mir fast sicher, dass dieser Trend bald wieder von der Bildfläche verschwindet. Ich hoffe es mal. Also, wie gesagt, lass doch die Wellness-Girls ruhig machen. Hauptsache, aber wie gesagt, es muss halt, wie du schon sagtest, Julia, es muss gerecht bleiben. Weil solange eine gewisse Klasse einfach dann schlecht geredet wird, bloß weil jetzt eine andere Klasse gehypt wird wegen der Kohle oder wieso auch immer, wir wissen es nicht, dass dann halt Frauen drunter leiden oder Athleten drunter leiden müssen, die halt eine andere Klasse vertreten. Das finde ich und fand ich schon immer scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja. Weil man hat ja gesehen, zum Beispiel, als die Figurklasse aufkam, es war nicht so schlimm, aber dann die Bikini-Klasse aufkam damals, dann hat man ja schon gemerkt, ne, wo die Blicke hingingen, wo die ganze Werbung hinging. Ne? Guckt mal dahin, wir haben eine neue Klasse, guckt mal da die schönen Mädels, bla bla bla. Und dann wurde quasi die Aufmerksamkeit abgelenkt von den eigentlichen Bodybuilding-Klassen. Und was muss nicht sein. Ja, aber Und das Ding auch ist als auch, Verband lebt man aber doch, ich um für weiß alle noch anderen damals, Leben. ich weiß damals, wie viele geschimpft haben, als die Bikini-Klasse und so eingeführt wurde. Und sie wollen das nicht unterstützen. Und das ist so schlimm, das hat mit Bodybuilding nichts zu tun und so weiter und so fort. Ne? Und jetzt stellen sie, die sich damals aufgeregt haben, stellen jetzt heute 10 Athletinnen auf die Bühne. Ja, ist richtig. Und wie gesagt, wenn man alle gleich behandelt, ist es ja völlig in Ordnung. Ja, da kann man Ja, machen, was man eben, möchte. ja. Aber halt dann diese Disbalance herzustellen, mit Absicht oder auch nicht. Ich unterstelle jetzt keinem dazu die Absicht, irgendwie das zu tun. Aber dass es einfach die Tatsache ist, dass es so passiert, fand ich schon immer Also relativ, genau, das man ist sehr, sollte sehr. das Frauenbodybuilding genauso unterstützen wie Bikini, genauso auch finanziell, sag ich mal, Preisgelder und alles, dass man da auf gleicher Ebene auf jeden Fall ist. Ja, und das einfach auch anbieten, wie du sagst, auf den Meisterschaften anbieten, jedem die Möglichkeit geben. Ne? Und halt die Regeln anpassen, ne? Aber umso wichtiger ist es ja, dass es so Menschen gibt wie dich, Jörg, die das feiern und die das seit Jahren unterstützen und dagegen gehen. Das, nee, muss ich sagen, das
Finde ich auch persönlich echt eine coole Sache. Ich verfolge euren Kanal ja auch regelmäßig und wir haben ja auch schon mal geschrieben und Bilder geschickt und so. Ja. Ich finde das halt toll und du bist da halt so ein Leuchtturm quasi für viele, die sich da vielleicht auch trauen. Nee, wirklich, ne? Die dann vielleicht auch sich dann auch trauen, sagen, ach, eigentlich finde ich das auch cool und das sind echt hübsche Frauen, die sich aber vielleicht damals noch nicht getraut haben, weil dann bist du ja direkt ein Perverser oder sonst was, ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass es so Menschen gibt für euch, die das halt feiern und uns auch ermutigen, weiterzumachen, ne? Definitiv. Danke. Also, jetzt bin ich einfach platt. Danke. Ja, nee, ist ja so. Ich habe erst im Vorgerein gedacht, wir haben erstmal einen riesen Battle hier im Podcast dabei. Nee, also. Ja, ich habe mir schon Radler und Chips und so hingestellt, aber die Chips habe ich gar nicht gebraucht. Mein Radler ist leer. Ja, aber es ist, das ist einfach ein Anliegen, vor allem auch im Gerechtigkeitssinn, weil schon immer die Frauen im Bodybuilding-Sport klein gemacht wurden, schlecht geredet worden sind, hässlich geredet worden sind. Die Männer auf der Bühne, was machen die denn da im Bikini? Und erstens das. Und zweitens, persönlich ist es auch ein Anliegen von mir, weil ich finde euch Athletinnen einfach schön anzugucken. Das ist ein tolles Erlebnis auch. Ich habe auch viele Freundschaften in dem Sport geschlossen, männlich wie weiblich. Und es ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach so, ich finde die Frau Bodybuilding einfach schön. Es ist einfach klasse und deswegen unterstütze ich das auch schon immer. Und deswegen mache ich einen Kanal weiter und das ist, ich würde sagen, Ladies, macht einfach, Entschuldigung, Frauen, macht einfach weiter, so wie es geht. Macht, was ihr Bock habt und lasst euch nicht unterkriegen von irgendwelchen Meinungen von außen. Das war schon immer so, wird ja auch immer so sein, aber es konnte eigentlich einfach am Arsch vorbeigehen, ehrlich gesagt. Ja, sehr gut. Hast ein sehr gutes Schlusswort getroffen hier. Ja. Hast du echt gut erzählt. Also finde ich, ich finde es auch echt toll, dass es Leute wie dich gibt und du bist ja nicht erst seit gestern dabei. Ne? Für dich ist das ja wirklich auch eine Leidenschaft. Und du stehst dazu, du bist da auch selbstbewusst genug und ich bin mir sicher, du hast da auch schon genug blöde Kommentare dir anhören müssen. Also es ist egal, auf welcher Seite man steht, aber es zeigt von Selbstbewusstsein, dass du jetzt auch immer noch dahinter stehst, ne? Und das auch öffentlich kommunizierst, ne? Und ich glaube wirklich, dass die Frauen das echt sehr zu schätzen wissen, weil gerade die ja auch eben viel Mist abkriegen, ne? Ja. Sehr viel. Ja. Ja. Das ist halt einfach die Ungerechtigkeit, die halt einfach herrscht. Und jetzt mit Social Media ist es noch schlimmer. Also möchte ich Social Media nicht schlecht reden. Das ist ja ein riesen Wirtschaftszweig, aber wir leben ja auch davon. So ist es ja nicht. Und YouTube gehört ja auch dazu, Social Media, aber es ist halt einfach, es ist einfach auch viel, sag ich mal, Anstand verloren gegangen bei den Menschen. Früher, also ich weiß nicht, früher, aber es ja gut, du kannst dich halt im Internet verstecken, ne? Du kannst dich da gut hinter einer Fassade verstecken, als wenn du da jemanden gegenüberstehst und Auge in Auge da mit ihnen dann redest. Das ist immer was ganz anderes, ne? Ich kann davon früher reden, also sag ich mal, wo es Anfang im Internet war, also vor Facebook-Zeiten, sage ich jetzt einfach mal, da hat man sich ja auch einfach getroffen, auch in Foren. Da hat man sich dann auch irgendwie fertig gemacht, aber dann hat man sich dann mal ein halbes Jahr später dann auf Bier getroffen und dann war alles wieder vergessen. Ja? Heutzutage ist es ja so, dass man sich ja bis aufs Blut irgendwie bekriegt und dann live trifft und dann sich absticht. Also, ja, wobei ich immer dazu sagen muss, man muss seine Meinung sagen dürfen. Klar. Natürlich mit einem gewissen Ton. Der Ton macht die Musik, das ist ganz klar. Aber jetzt jemanden den Mund zu verbieten, finde ich nicht gut. Und man soll seine Meinung sagen und das ist auch ganz richtig und wichtig so. Aber schlussendlich ist ja die Bodybuilding-Welt gerade im Frauenbereich so klein und dass man doch eigentlich irgendwo zusammenhalten muss, ne? Ja. Das ist halt, das ist das, ne? Dieses ständige, also es ist ja gerade so, man sagt, dieses Zickenterror, das kommt ja nicht von irgendwo her, der Begriff, ne? Aber es trifft tatsächlich im Frauenbodybuilding irgendwie zu. Irgendwie muss man da mehr zusammenhalten, ne? Ja, also ich habe die Erfahrung als Mann zwischendrin, sag ich jetzt mal, dass das aber auch nicht so arg schlimm ist. Also sag ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer, mit einer Iris Kyle spreche, mit einer Helle Trevino oder mit einer Ashley Jones, wenn die sich in der Bühne sehen, ist einfach Party angesagt, ja. Also da ist einfach ein gewisser Zusammenhalt schon da. Klar ist jeder für sich irgendwie sein eigener Profi, weil er da sein eigenes Geschäft hat hinten dran. Aber wenn man, es sind einfach dann trotzdem, es ist das Zusammenhalt da. Sie sind auch untereinander vernetzt. Man weiß, man glaubt es ja eigentlich gar nicht, aber
Wobei, man muss auch dazu sagen, auf der Bühne, gell, bist du dein eigener Chef, dann bist du dein eigener, du hast, alle anderen sind Gegner, du kämpfst gegen sie, das ist ganz klar. Da musst du dann alles geben und dann bist du dann halt, ne, dein eigener Chef, sage ich mal so, ne? Das ist dann schon ein Kampf, ne? Aber hinterher sollte man sich dann doch irgendwo wieder die Hand geben und dann sagen, ey, du bist gerechtfertigt jetzt der Sieger oder du bist da jetzt, wie auch immer, ne? Du hast die Profikart verdient oder eben nicht, ne? Das ist, also wie gesagt, ne, man muss aber auch Kritik einstecken können. Das gehört auch dazu, denn das ist das auch das Einzige, woran man eben auch wächst. Ne? Man sollte sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, die man da vielleicht irgendwie erreicht hat. Man muss immer wieder auch das bestätigen, ne? Dass man auch kann auch nicht besser werden, wenn man keine Kritik einstecken kann. Das sowieso. Ja. Jule, bist auch jetzt fertig mit Kopfschmerzen? Kopfschmerzen? Nee, also ich bin noch richtig aufnahmefertig, aber Wir sind jetzt auch schon, wir sind schon fast 2,5 Stunden dabei. Ja. Aber war echt spannend heute, muss ich sagen. Ja. Any last words, Jule? Any last words? Ja, hast du noch irgendwelche Worte? Genau, nee, abschließend möchte ich auch noch sagen, dass ich mich gefreut habe, auch dich, Jörg, mal persönlich kennenzulernen. Wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal den einen oder anderen Kontakt und ich finde es halt wahnsinnig wichtig, dass es so Leute gibt wie dich oder wie euch, eure Plattform, ne? Und ich glaube einfach, dass es niemals aussterben darf, um uns Frauen auch zu ermutigen, diesen Sport oder den Lifestyle einfach auch weiterzuleben, ganz egal, ob ich auf die Bühne gehe oder nicht. Ne? Es gibt ja auch viele Frauen, die gerne Muskeln haben und das eben nicht professionell betreiben wollen, aber trotzdem einfach diesen Mut zu haben, zu sagen, ich lebe dieses Leben, ich finde das toll, ich mag mich so, wie ich aussehe und das ist halt unheimlich wichtig und genau, das ist auch der Grund, warum ich hier im Podcast mit dabei bin und jetzt auch schon das dritte Mal, weil ich halt auch immer versuchen möchte, Frauen zu erreichen mit meiner Story oder halt mit Dingen, die ich sage und ich habe halt auch meine eigene Meinung zu vielen Dingen, dazu stehe ich. Ich finde, davon lebt auch das Geschäft, ne, dass jeder seine Meinung vertreten darf, so wie Gunnar das auch sagt, ne, ob es jetzt positiv oder negativ ist, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man sollte das Ganze fair behandeln und ich finde auch, wir sind so eine kleine Gemeinde, tatsächlich als Bodybuilder ist immer eine Randsportart, es wird immer eine Randsportart bleiben und ich finde, wir sollten wenigstens menschlich zusammenhalten, ne, und das Beste machen daraus und uns halt auch ja, stolz präsentieren, das sehe ich halt so. Genau, und da wir ja Sportler sind, wird nicht immer jeder der Arsch poliert, gell? Oder gar gepudert, ne? Das mache ich bei, Jörg ist schon wieder weg, ich sage, das mache ich bei meinem Kind auch nicht. Ne? Da sage ich auch Kritik und dann, um ihn irgendwie weiterzubringen, sage ich auch, ne, du musst jetzt das und das und du musst das ändern und du musst das besser machen. Das funktioniert sonst nicht. Und das ist das halt, was ich meine, dass manchmal Kritik auch gar nicht böse gemeint ist, sondern einfach denjenigen vorantreiben soll, ne? Weil man ihn halt sehen will, weil man ihn besser sehen will, weil man sehen will, dass er das verdient hat, dass er wirklich dafür brennt und kämpft und auch ausdauernd. Es gibt so viele Athletinnen, die machen das 1-2 Jahre, dann sind sie von der Bildfläche verschwunden, ne? Und wie du vorhin gesagt hast, Jule, mit der Michaela Schaar, ich hätte die so gerne noch länger gesehen. Oh, und ich hätte Film damals. Ja. Und die wäre richtig durchgestartet, weißt du? Und dann finde ich das so schade, dass die nicht am Ball bleiben. Und ich will, dass solche Leute, auch jetzt die Annabelle, dass die länger dran bleibt und dass die noch richtig gut wird. Aber die muss echt die Arschbacken zusammengreifen und die muss richtig jetzt muss sie richtig ranklotzen und zeigen, dass sie die Profikarte verdient hat und dass ihr die auch steht. Ja. Und das ist einfach nur ein Ansporn für sie. Also da muss echt was kommen und ich bin da echt noch gespannt, was da noch kommt. Ne? Und deswegen. Also eigentlich alles nur Unterstützung. Ne? Ja. Jule, ich denke auch, dass du und deine Partnerin jetzt dann auch dementsprechend dann in Zukunft richtig durchstarten werden. Also das Potenzial ist ja auf alle Fälle da. Da bin ich gespannt, gell, wenn jetzt zu zweit auf der Bühne steht, Jule. Ihr beide streitet euch dann um die Profikarte. ich erinnere nur an Conny und deine Queer mit deiner Partnerin zusammen. Das war ja. Schon 100 Jahre her. Ja, aber ich weiß es noch. Und danach, durften keine gleichgeschlechtlichen Paare mehr auf die Bühne. Dann wurden gleich die Regeln geändert in Mixed Pairs. Ja, das ist total. Das sieht man aber, wieder, ne? Also, ja, aber gut, wir hatten unseren Spaß, gell? Und darum ging es doch. Ja, richtig. Aber ich kann mal sagen, Julia und ihre Partnerin, also die auf die Bühne stellen, ich bin dabei. Einfach nur Bescheid sagen.
Wir können gespannt sein auf 25, wobei Jule, gell, du willst im Frühjahr und Nancy im Herbst, oder? Ja, genau. Also ich will nächstes Jahr im Frühjahr was machen. Ich habe bisher immer nur im Herbst gemacht und habe mich jetzt mal getraut, das andersrum zu probieren, und will im Frühjahr starten, auch international halt, ne, irgendwo was Größeres, und Nancy halt im Herbst. Und da wir in der gleichen Klasse sind, haben wir gesagt, wir werden niemals zusammen gegeneinander starten. Wenn dann nur zusammen als Paar, wenn es das nochmal gibt, aber nicht gegeneinander, weil wir einfach auch die Prep nicht zusammen machen wollen. Aber du weißt nicht, vielleicht ist das ja gerade gut, wenn ihr beide euch da ergänzt Ja, aber und ich der glaube, eine. Nee, ich weiß nicht. Also. Mord und Totschlag. Ja. Also, wenn du das Aber also. überstanden hast, gell, dann überstehst du Ja. alles in deiner Beziehung. Dann seid ihr füreinander geschaffen und ihr seid zusammen bis an euer Lebensende, wenn ihr am Rollator geht, sag ich dir. Ja, danke. Also ich glaube, wenn ich irgendwann Profi werden sollte, was ja vielleicht passieren kann, falls ich sie dann auch möchte, dann könnten wir schon zusammen eine Prep machen. Weil dann sage ich mal, starte ich ja ganz woanders als sie jetzt als Amateurin. Dann könnte ich mir das schon vorstellen. Aber solange wir beide Amateure sind und in der gleichen Klasse starten, nee, also Aber du, wie gesagt, du das. könntest dann in die Bodybuilding-Klasse gehen und sie in die Physik, ne? Dann würde es gehen. Genau, das würde noch funktionieren, ja. Aber Aber ich bin ja noch nicht am Ende. du weißt, wenn du jetzt im Frühjahr startest, du wirst keine Konkurrenz haben, gell? Ja, darauf baue ich natürlich, weil ich möchte auch alleine in der Klasse starten, weil dann bin ich ja Profi. Das ist natürlich mein System. Wir sprechen uns wieder, oder Jörg, im Frühjahr dann, wenn die Ja. Jule auf der Bühne war, dann machen wir den Podcast wieder. Und dann bin ich gespannt. Nee, ich hatte Genau. bisher Glück, dass die Klassen immer gut besetzt waren, und ich habe sogar schon mit Elena Sportun auf der Bühne gestanden, wo man mir auch gesagt hat, brauchen wir super Chancen und zu gewinnen und so. Ja, und wer kam aus der Versenkung nach 180.000 Jahren? Elena. Und die hat natürlich die Klasse, ne, Die hat getroffen, dominiert ja. und eine Show dahingelegt vom Allerfeinsten. Also bei mir ist das immer so, dass immer irgendeiner dann kommt, den man schon vergessen hat oder der dann aus dem Bodybuilding runterkommt und, ne, einem die Show stiehlt. Also. Also, aber ich zufällig weiß ich auch schon einige Athletinnen, die auch im Frühjahr starten wollen. Echt? Ja, Okay. also du bist auf keinen Fall alleine und ich möchte nicht in deiner Haut stecken, sage ich dir jetzt schon. Okay, ja, danke. Bitte schön. Bin Also du musst ordentlich ranklotzen, ne? Du kriegst hier nichts geschenkt. Ja, ich hab's vermutet, ja. Aber es ist aber natürlich auch so, dass bis 2025 ist noch lang hin, läuft noch viel Wasser Eben. dann rein runter. Und Ja, ja. Man wie muss ja auch gesagt. erstmal auf derselben Show starten. Ne? Also es gibt ja viele Shows im Frühjahr. Und ob dann tatsächlich alle auf der gleichen Show sind, das ist ja dann auch die Frage. Ne? Und man kann ja noch strategisch ausweichen. Das heißt, wenn die eine da startet und du weißt Bescheid, okay, dann fährst halt Ja, nach Kugel der in die andere Weitere. Richtung. Also Jule, halte ich an Jörg, der weiß Bescheid. Der kennt sich dann gut Ja. aus. Genau. Ich verrate nichts. Nee, Quatsch. Ja. Gut, na dann, in diesem Sinne würde ich sagen, war ein cooler Podcast. Auf jeden Fall. Danke Jörg, für die Einladung. bitte, bitte, ich hoffe doch, du stellst dich immer mal wieder bereit. Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ja, schauen wir mal, wie so die Resonanz ist. Und vielleicht ist ja die eine oder andere Athletin aufmerksam geworden und will sich selber äußern. Dann habe ich natürlich nichts dagegen. Dann auf jeden Fall ran hier. Also jeder hat die Möglichkeit, hier mit reinzukommen in den Podcast. Würde uns sogar freuen. Und dann, ja, dann quatsch mal drauf los, würde ich sagen, ne? Abonniert den Kanal oder folgt. Ja, sowas sage ich immer gar nicht. Ich finde sowas eigentlich selbstverständlich, ne? Aber heutzutage Man muss muss man es sowas, sagen, man muss es sagen, man das muss es machen wir. heutzutage irgendwie sagen, man muss die Leute dahin führen. Ja. Also bitte kommentiert mal schön darunter. Das ist ganz wichtig, damit wir auch was damit anfangen können. Damit wir auch wissen, was ihr da sehen wollt, wie eure Meinung darüber ist. Weil dann kann man nämlich auch weiter darüber diskutieren. Ne? Bitte. Ja. Super. Bitte nicht meine Telefonnummer posten, danke. Wie jetzt? Die steht aber die ganze Zeit da unter deinem Bildchen. So, Mist. Ist ja schon vorbei, Ja. ne? Nee, alles klar. Also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. War schön mit euch. Ja. Und Ja. wir sehen uns. Macht's Bis Juti. bald. Ciao. Ciao.